noch 999. Beziehungsweise wenn wir den Weg hier angebunden haben, wird es wahrscheinlich weniger. 939. Kann ich mir davon noch irgendwas kaufen? Die Spaßrutsche. Die würde ja hier noch so, oder? Heuwagenfahrt. Nee, warte mal. Die Weltraumschlacht. Kommt dahin. Und dann haben wir schon eine gewisse Menge an Attraktionen, welche hoffentlich Haufen Leute anziehen. So, gut. 480 haben wir noch. Gehen wir erstmal aus der Pause raus, dass hier die Leute ankommen. Und ganz wichtig, speichern. Achso, die Attraktion müssen wir natürlich auch erstmal aufmachen. Die Rutsche kriegt spontan Western-Musik. Achso, die Achterbahn müssen wir erstmal testen. So, da kommt schon der erste Gast. Und dann machen wir erstmal wieder hier das Schild hin, dass die da auch ja nicht rausgehen. Das war... Das hier, ne, genau. Ne, andersrum. Na gut, man könnte, glaube ich, auch das hier nehmen. Dann sieht das dort nicht ganz so wie eine Barriere aus. Dann ist das halt so wie in den Supermärkten. So ein Einkaufswagen, diese... während steht ja, es ist glaube ich hauptsächlich in den USA, wo dann die Einkaufswagen blockieren, wenn man die über eine bestimmte Grenze rausfährt. So, guck mal, haben wir schon einiges geschafft hier. Flachattraktionen, Achterbahn bauen, Deko, Dekoration platzieren, Besonderheiten. Das können wir doch bestimmt gleich machen, oder? Ach, das ist das hier. Ah, so ein Platz. Das ist dieses Lieblingsplatz. Oh, das ist natürlich cool. Sowas zu bauen. Erols Lieblingsplatz. Zukunftsmetallplatz. Metal, Leute. Servus und hallo beim Zukunftsmetallplatz. Canyonplatz, ich meine, dass es ja so ein bisschen in Richtung Dings geht. Palmenstrandplatz. Was natürlich geil wäre, wenn man den einfach direkt so hier anpflanschen könnte an den Weg, aber da haben sie wahrscheinlich wieder irgendwie gedacht, ach nee, das machen wir nicht. Da müssen sie schön den Weg dort dran bauen. Ist zwar auch irgendwie bescheuert, aber... Siehste, genau deshalb. Kann ich das jetzt ernsthaft nicht abra... Oh, was habe ich denn hier gemacht? Ha, geil. Ich kann das anscheinend auch nicht wegreißen. Das heißt... Speichern. Die Frage ist, kann ich da was anderes dran flanschen wieder? Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, oder ich reiße das hier hinten ab. Ah, dann ist es weg. Aber ich kann das hier nicht abreißen. Ah, doch. Ah, weil das nur so klein war. Ich verstehe ja trotzdem nicht ganz, warum man das nicht einfach press an den Weg. Naja. Einfach nicht drüber aufregen bei dem Spiel, oder? Mir geradeaus weiter. So, und kann ich jetzt... Kann man das eigentlich auch so machen?
Ah. Geht das bei dem auch? Dann hätte man vielleicht doch eine größere Fläche. Auch wenn das ein bisschen wild aussieht. Nee. Das lässt er da nicht zu. Okay. Oder zumindest ein kleinerer Weg. Naja, gut. Das ist jetzt zwar so ungefähr, wie ich mir das vorstelle, aber hier diese Kanten, da kann man doch bestimmt irgendwas draufstellen, oder? Dass die Kanten da ausgeblendet werden. Ein Wagen. Ne, der Wagen ist aber schon ziemlich groß. Blumenbeet in der Wüste. Felsformation in kleiner Fels. Beeinflusser kommt Flatride. Ja, haben wir ja Flatrides. Wir machen es einfach so. Guck mal, schon sieht man es nicht mehr. Mit gewöhnlichem Motiv fahren, okay. Habe ich sowas? Ja, das hier. So, vier von diesen Besonderheiten wollen sie haben. Könnte man noch hier unter die Achterbahn noch mal eine stellen. Da können die schön dort sitzen, die ganzen Achterbahn-Freaks, und gleichzeitig gucken. Hier so ein Dschungelplatz mit den Palmen. Oder habe ich den hier hinten schon gehabt? Nee, ist, glaube ich, ein anderer, oder? Nee, es war so einer hier. Sandplatz für Tycoons. Ja, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Passt auch hier rein. Und da können die Leute dann einfach hingehen und dann hier drin sich die Achterbahn gönnen. Und dann könnte man da eigentlich noch irgendwelche Fressbuden reinbauen. So, über den Weg. Hier will ich, glaube ich, mal einen schmalen Weg nehmen, weil ich nicht weiß, wie sich das hier alles so auswirkt. Aber Hauptsache, die kommen da halt irgendwie hin. So, jetzt geht's mit dem Geld ein bisschen nach oben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich könnte mir zum weiteren Ausbau. Oh, die stehen an diesem Ding hier an. Zum weiteren Ausbau ja trotzdem mal einen Kredit aufnehmen. Dass wir einfach schnell vorankommen. So, der Feuerring. Ich weiß schon, wie ich das mit dem Weg hier weitermache. Sandsteinziegelweg gewunden. Dann könnte ich den ja einfach. Ah, ich glaube, das scheitert daran, dass dort die Achterbahn im Weg ist. Der Looping. Das heißt, ich muss hier ein Stück gerade bauen. Oder geht das nicht? Ach so. So. Ja, so eigentlich nicht, aber egal. Ach so, jetzt muss ich erstmal den Weg hier unten. Bitte als gerade.
Da muss jetzt hier das hier mal dran glauben, leider. Ich glaube, das hier vielleicht auch, um da dran vorbeizukommen. Ja. So, und jetzt kann ich nämlich hier das dort dran winden. So. Ja, es war jetzt von oben nicht so die perfekte Kurve geworden, aber jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier rankomme. Das geht. Das geht auch. Öffnen, Musik, Western einfach mal. Auch wenn das da nicht wirklich dazu passt. Ist jetzt schon da die Influencerin? Am 6. März ist gleich. Wir können uns erstmal alle flachen Attraktionen schnell bauen. So, was kam auch immer an? Die verrückte Schaukel. Guck mal, die passt gleich hier rein. Hervorragend. Zack, also eine Toilette dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ist das schon als Servicegebäude oder? Ach so, Animateurstände will der haben. Ob ich einfach schnell drei baue und die dann abreiße? Hm. Bauen erstmal eine Toilette dorthin. Und dann hier hinten auch noch. Passt die ja dazwischen?